Oh, wow. Nice. Sehr geil. Das will er haben. Ja, mega. Richtig schöne alte Münze, Leute. Es gibt jetzt ein richtig geniales Angebot. Oh ja. Okay. Boah, heute bläst das richtig doll. Moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht's wieder los auf die Schatzsuche. Wir gehen wieder sondeln. Die Frage ist heute nur, mit welcher Spule gehe ich los? Und zwar habe ich hier einmal die HF-Spule und die 28er von XP. Das ist aber noch die normale 28er Spule, also sprich keine X35er. Deswegen habe ich mir gedacht, ich werde so wie letztes Mal wieder mit der HF-Spule gehen, damit ich vielleicht auch wieder Kleinteilempfindlichkeit ein bisschen höher einstellen kann, damit ich vielleicht ja, kleine, dünne Silbermünzen noch besser finden kann. Auf der einen Seite habe ich natürlich ein bisschen weniger Fläche, wo ich absuchen kann. Und beim Schwenken muss ich natürlich darauf achten, dass ich dann ein bisschen genauer unterwegs bin. Nächstes Mal werden wir wieder mit der 28er Spule unterwegs sein oder vielleicht auch mal mit der elliptischen, weil ich noch ein Gebiet habe, wo wirklich sehr, sehr, sehr viel Müll liegt und dazwischen können natürlich auch noch Silbermünzen liegen. Das Ding ist aber, dass man ja sehen kann, ich bin jetzt irgendwie gerade noch zu Hause, liegt daran, dass bei uns gerade ja renoviert wird und zwar machen wir gerade zwei Küchen neu. Ich war richtig fleißig, wer bei Instagram mit dabei ist, hat das ja mittlerweile schon gut verfolgen können. Ihr habt hier im Hintergrund die Hauptküche bei uns zu Hause und ich muss hier noch ein bisschen fliesen. Ich habe hier alles glatt gemacht, abgekloppt und hier kommt dann so gesehen die neue Küche rein. Wer da Interesse hat, kann gerne vorbeischauen. Ich habe mich nochmal verewigt mit Sim YouTube in eine kleine Zeitkapsel, falls irgendwer mal dieses Haus kaufen sollte. Ist immer ganz lustig. Alles klar. Gut, Leute, ich werde jetzt mit euch dann losfahren auf meine Lieblingswiese, auf diesen Umschlagplatz. Emily ist natürlich auch wieder mit dabei. Die ist hier. Und zwar schläft die noch, die kleine Maus. Ist ja auch ja, 9 Uhr und dementsprechend darf sie das ja auch gerne. Alles klar. Leute, dann würde ich sagen, nicht so lange quatschen. Wir sehen uns dann gleich auf dem Feld. Wer Lust hat, kann mir natürlich gerne jetzt schon mal ein Like geben. Und wenn ihr ein bisschen mehr sehen möchtet von diesen ganzen Renovierungsgeschichten, denn das ist so gesehen die zweite Küche. Wir haben hier so einen Hauswirtschaftsraum. Da muss ich gerade alles aufkloppen und so weiter. Und dann kommt hier, sage ich mal, so eine Küche hin. Sieht dann ungefähr so aus. So soll es aussehen. Und ja, ich bin mal gespannt. Das ist dann so gesehen für den Hauswirtschaftsraum, damit man nicht immer dann durchs ganze Haus laufen muss. Alles klar. Somit ein paar kleine private Einblicke, wie es hier gerade eben aussieht um uns. Und deswegen, ich habe auch wirklich ein bisschen viel zu tun. Deswegen nicht wundern, wenn vielleicht mal irgendwie ein Wochenende kein Video kommt oder halt einfach mal was anderes. Und da würde ich sagen, los geht's. Wollen wir mal schauen, was wir heute finden. Ob die HF-Spule, sag ich mal, genau das bringt, was sie auch verspricht. Und ja, ich habe mittlerweile auch wirklich Lust, immer mal wieder andere Geräte auszutesten. Besonders jetzt mit dem Online-Shop. Und was auch richtig, richtig geil ist, was ich euch nicht vorenthalten möchte, ist, es gibt jetzt ein richtig geniales Angebot bei mir im Online-Shop beim detektor-shop.de, alles in der Videobeschreibung. Denn es gibt jetzt einen Metalldetektor und zwar den Simplex mit gratis Pinpointer. Spart also locker 100 Euro. Der Pinpointer ist wasserdicht, ist auch von Nocta Macro. Ein richtig geniales Teil, also wirklich. Deswegen zuschlagen, solange der Vorrat reicht, alles in der Videobeschreibung unten drin. Ihr spart locker 100 Euro, einfach anschreiben per E-Mail, Facebook oder Instagram. Und da würde ich sagen, los geht's auf die Schatzsuche. Viel Spaß beim Zuschauen. 20 Minuten später. So Leute, jetzt bin ich angekommen. Ich habe Emily mitgenommen, denn ich habe ja für manche ist natürlich auch eine Firma, weil ich nicht alles selber machen kann. Und jeder, der sich so ein bisschen auskennt mit Heizung und Sanitär, der weiß, das staubt ordentlich und das ist super viel Krach. Deswegen, Emily musste auf jeden Fall mit. Es ist auf jeden Fall eine sehr gute Entscheidung. Ja, was halt ein bisschen schade ist, ich habe jetzt nicht super viel Zeit, ungefähr 40 Minuten. Deswegen nehme ich euch jetzt wieder schön live mit und wir starten auch direkt. Und ja, mal gucken, was wir denn heute finden. So, Kopfhörer sind wieder mit dabei. Und dann würde ich sagen, ab geht die Post. Emily, komm, los. So, so wie sich das gehört. Emily mal wieder mit dabei, am Start. Sehr windig heute, deswegen müssen wir jetzt mal schauen, ob das mit den Aufnahmen passt. Aber ich kann es ja nie versprechen, so, ne? Das ist es. Ich kann es nie sagen, ja, alles klar, kaum Wind. Ich habe mir extra, sag ich mal, so ein kleines Mikrofon geholt. Aber da, ja, heute ist richtig, richtig Wind. Also richtig.
Emily, hör auf! Nicht da wälzen, nicht wälzen, hör auf! Okay, alles klar. Bodenabgleich mache ich mit Schwenken. Emily, hör auf damit! Psst. So, okay, auf geht's. Emily, hier! Hier lang! So, okay. So, Freunde, habe ich eigentlich auf laut gestellt, dass ihr was hören könnt? Ja, habe ich. So, dann machen wir mal. So, erster, Leute. Hier. Oh, windig ist das heute. 76, schönes Signal. Da soll er sein. Wir gucken zusammen. Hab's in der Hand. Und es ist irgendein Stück Müll, oder? Ich kann auf jeden Fall noch nicht wirklich viel drauf erkennen. Deswegen, wenn irgendwas interessant ist und ich das später irgendwie recherchieren kann, zeige ich euch das natürlich. In diesem Sinne, bis zum nächsten. Gucken wir mal, ob ich hier vielleicht irgendwas überlaufen habe. Das weiß man ja nie. Mit der Spule werde ich es auf jeden Fall herausfinden. Oh Mann, ist das heute wieder windig. Das ist unglaublich. Irgendwann später. So, nächster. Schönes Signal. Gar nicht so tief. Auf jeden Fall um die 70, 78. Emily, hierher! Nicht, dass sie mir hier irgendwie nochmal vom Pferd überlaufen wird oder so. Komm her, hier. Emily. Ja, fein. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Bist du wieder mit dabei im Video. Sehr schön. So, wir haben hier auf jeden Fall den nächsten. Da. Hops, 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 hops. Das ist schon wieder irgendwie so ein Splitterfragment. Keine Ahnung. Ich kann es nicht deuten. Müll, würde ich sagen. Emily, was mit dir? Super. Nicht so weit weglaufen, ja? Immer hier bleiben. Weiter, alles, los. So, alles klar. So, Leute, bis zum nächsten. GoPro, Aufnahme, stoppen. So, Emily und ich, wir sind wieder fleißig dabei. Wir gucken, ob wir hier, wie gesagt, nochmal irgendwas Schönes finden. Bisschen langsamer gehen ist jetzt auf jeden Fall wichtig. Und gucken, dass man wirklich alles abschwenkt. Aber wie gesagt, da bin ich mir sicher, dass hier noch was kommt. Ich hoffe nur, wie gesagt, dass es mit dem Ton ein bisschen funktioniert. Denn wir haben hier gerade wirklich mal wieder super Wind. Regnen tut es nicht. Das ist schon mal gut. Aber naja, ist wie es ist, ne? Na, im Maulwurfshügel. Warte mal. Oh, jetzt muss ich hier echt ganz im Kothaufen rumarbeiten, wa? Scheiße. Ah. Oh ja. Okay. Bei sowas immer aufpassen. Ich lege das mal jetzt hier zur Seite, weil es ziemlich groß ist. Bei großen Eisenobjekten und so weiter wegen Kampfmittel. Ich habe mir auch mal überlegt, ob wir mal nicht mal ein Video machen über Kampfmittel oder ein Livestream oder so. Denn das ist ja auch so eine unglaublich gefährliche Sache. Ist leider bei diesem Hobby so eine Sache. Kann jedem mal passieren. Kann jahrelang gut gehen und dann irgendwann hast du so einen Fund mit dabei. Je nachdem, wo du halt unterwegs bist. Deswegen immer dran denken, dass was merkwürdig ist, was du nicht definieren kannst, was ein größeres Eisenteil ist, bisschen verrostet, was komisch aussieht, Finger von lassen, ja? Und dann lieber melden. Nicht, dass euch da irgendwie was um die Ohren fliegt. Nicht wünschenswert. Wir gucken weiter. Ich würde sagen, bis zum nächsten Signal. So, was ist hier los? Zaun. Emily ist schon drunter. Ich hinterher. Kein Thema, oder was? Ah, ja, ja, ja. Davon lassen wir uns nicht aufhalten. Erste Signal auch direkt. Mit 72. Super viel Wurzeln. Da ist er aber. Na, Emily? Schönes Wetter, oder? Ein bisschen Wind. Ja, das ist so genial. Emily ist immer mit dabei. Eine Ewigkeit später. Das gibt's ja nicht. Oh, muss ich hier rumhebeln? Wie ein Bekloppter. Nee, hier soll er sein. Scheint klein zu sein, aber einem sehr guten Signal wiederum. Da. Oh, ich kann es sehen.
Was ist das denn? Oh. Ja, guck mal, da macht sich doch wieder die HF-Spule wieder bezahlt, beziehungsweise man kann es gut erkennen, wie klein, ne? Aber es ist nur Müll. Leider. Na okay, macht nichts. Wie gesagt, live mitnehmen, so ist das halt eben, ne? Ab, komm. Okay, weiter, weiter, bis zum nächsten Signal. Und wie gesagt, wenn ihr auch Einwände habt und sagt von wegen, okay, pass mal auf, Zim, ich hätte das... Es ist mir ein bisschen zu viel live, denn da kommt einfach zu viel Müll dann. Schneide ein bisschen mehr, dann gerne Bescheid sagen. Es gab auf jeden Fall, wie gesagt, ein gutes Feedback. Die Leute, beziehungsweise ihr, habt größtenteils gesagt, ja, auf jeden Fall, mach mal live sondeln. Aber gut, ich würde sagen, bis zum nächsten. Und übrigens soll hier noch ein Goldring liegen. Deswegen, ich bin gespannt. Alles klar, weiter, weiter. 1:37 später. Piep, piep, piep. So Leute, wir haben jetzt auf jeden Fall schon mal ein paar Sachen gefunden. Bisher nur Müll, macht aber nichts. Der Wind ist echt stark. Ich hoffe, das klappt alles. Ich hoffe, dass das alles vom Ton her passt. Ich gebe mir wirklich Mühe. Also Emily ist auch wieder gut mit dabei, wie man sehen kann. Hey, am Graben ist sie. Halbspule ist auch wirklich super, kann ich nur empfehlen. Wer Interesse hat, einfach im Shop vorbeischauen. Wie gesagt, unter Zubehör findet ihr das. Naja, alles klar. Sie freut sich auf jeden Fall, dass sie wieder draußen ist. So, weiter geht's, Leute. Da drin. Hier. Oh, ne. Ist nur, guck mal. Bisschen Blech, oder? Ja, mehr nicht, Leute. Schade. Okay, bis zum nächsten. Da ist er, 49. Emily, hier, komm her. Nicht so weit weg, haben wir gesagt. Du sollst mit dabei sein, das ist ein schönes Signal. Was sagst du? Nix, ich weiß, aber mal gucken. Da. Na? Überrest von der... Was tun hier? Mensch, Überrest von der Patrone. Okay, okay. Gut, weiter. Hab ihn in der Hand. Gucken wir mal zusammen. Oh, wow. Nice, sehr geil. Das will er haben. Ja, mega. Boah, cool. Richtig schöne alte Münze, Leute. Kupfermünze. Yes. Baby. Jawohl. Jetzt da ein Schilling. Schleswig 1787. Richtig geil. Hat sich doch schon mal gelohnt. Ihr habt das mitbekommen, Signal war nicht so Bombe, das war nicht gut, aber, also doch, es war gut, aber man hätte es überlaufen können und ich hab's, geil, ich blende sie ein, hab mein Coinpad leider vergessen. Leute, wenn ihr irgendwie Equipment braucht oder überhaupt mit dem Hobby anfangen möchtet, sagt wie gesagt Bescheid oder guckt in die Videobeschreibung, kontaktiert mich, kein Problem, ich regel das. Ich helfe euch da gerne, was, wie geil. Ja, einfach mal eine Münze gefunden, so, guck mal. Das ist natürlich jetzt heiß. Heiß und schnell. Emily, komm, weiter. Wir gehen weiter mit der Hoffnung, noch einen schönen Fund machen zu können. Ja, das ist doch super. Mal wieder mega live. Eine tolle Münze haben wir schon. Und ja, das in diesem kurzen Zeitraum finde ich bombastisch. Also besser geht's gar nicht. Wirklich. So, ich würde sagen, bis zum nächsten Signal. Ja, das freut mich echt, wirklich. Und Emily hat auch gute Laune. Super. Alles klar, bis zum nächsten. Oder? Haben wir schon wieder was? Nee. Da haben wir es. Was haben wir hier? Ein Ring. Alles klar. Das ist nichts Besonderes, oder Emily? Emily! Ja, ja, ja! Emily! Ja, ja, ja. Emily! Was ist los? Was ist los? Wow, Wind hier! Kennt man ja gar nicht von mir. So. Weiter. Way. Super. Dafür geht man gerne raus bei dem Wetter. Leute, guckt euch das mal an. Ich weiß gar nicht, ob man das so gut wahrnehmen kann. Aber es ist wirklich schlechtes Wetter. Es kommt schon so langsam der Niesel. Also, erfrischend. Ein ganz kleiner Fitzel, Dipsel, Ding. Ja, aber er hat ihn gut detektiert, er hat ihn reinbekommen. Lag ja auch ein bisschen tiefer, also von daher alles in Ordnung. So Leute, es ist so windig. Vielleicht könnt ihr es an Emilys Haaren erkennen.
wir bedanken uns fürs Zuschauen. Wie gesagt, wir haben jetzt eine richtig coole Münze gefunden. Heute war so ein richtiges Live-Ding. Wir waren, lass es mal wirklich 30 Minuten jetzt unterwegs. Und ja, vielen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Ja, ich weiß nicht, ob man das gut mitbekommt, aber es ist super windig. Ich habe keine Ahnung, ob wir hier wirklich eine gute Aufnahme hinbekommen haben. Ich werde es trotzdem online stellen. Ansonsten werde ich, ja, nützt ja alles nichts, das einfach so machen, dass ich ein bisschen Musik unterspiele. Ich kann das nie wirklich hundertprozentig garantieren, aber heute bläst das richtig doll. Ja, alles klar. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Einschalten. Nächste Woche geht's wieder los mit einem neuen Video. Jetzt habe ich Sand ins Auge bekommen. Super. Aber macht nichts. War super, super toll. Spaß gemacht. Und ich würde sagen, haut halt die Ohren steif. Bis zum nächsten Mal. Und ein Like da lassen, Leute. Würde mich auch freuen. Alles klar. Tschö. Hat er es in der Hand? Hab's in der Hand. Blech, Leute. Okay. Aber okay. Ist, wie es ist. So. Ab to Hus. Ab auf die Baustelle. Wir sehen uns nächste Woche. So. Das ist alles nix. Boah, meine Güte, was für ein Wind, ey. Also, sag, so kann man nicht arbeiten. Echt nicht. Okay, okay. So, das da rein. Der da rein. So wie das halt ist, ne? Alles klar.